Hallo, ich bin der Matze von Jalousie Scout. In diesem Video geht es um die Tor-Zeitschaltuhr und genau genommen um die Blockiererkennung dieser Zeitschaltuhr. Ich möchte Ihnen einmal erklären, was genau diese Blockiererkennung ist. Als zweites werden wir das Ganze einmal einstellen und dann werden wir einmal auch überprüfen, ob das dann auch wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Was ist die Blockiererkennung? Die Blockiererkennung ist eine automatische Stoppfunktion. Die Uhr erkennt beim Hochfahren des Rollladens, ob der Motor irgendwo eine Blockade hat und kann den Motor dann automatisch stoppen, sodass nichts weiter passiert mit dem Rollladen. Wir werden das Ganze jetzt einmal drinnen einstellen. Hier in diesem Vorbau-Rollladen ist bereits ein Yarolift SL-Motor eingebaut und innen ist auch eine Yarolift Tor-Zeitschaltuhr angeschlossen und dafür gehen wir jetzt einmal rein. In diesem Beispiel haben wir uns eine Zeitschaltuhr hier eingebaut, damit wir nicht ständig die Tasten zum Runter- und Hochfahren gedrückt halten müssen. Und genau, hier stellen wir jetzt die Blockiererkennung bei der Zeitschaltuhr ein. Um die Blockiererkennung bei dieser Zeitschaltuhr einzustellen, müssen wir in den Menüpunkt 6.4 gehen. Wir drücken also einmal die M-Taste und kommen ins Menü und es wird das Menü 1 angezeigt. Und mit der Runtertaste kommen wir direkt zum Menü 6. Wenn wir auf OK drücken, kommen wir in die Möglichkeit, das Untermenü einzustellen. Und hier drücken wir so oft die Hochtaste, bis wir zum Menüpunkt 6.4 kommen. Das wird uns hier durch ein kleines Stoppsymbol auch schon gezeigt. Wir drücken also jetzt die OK-Taste und haben hier erstmal die Möglichkeit, zwischen On und Off zu wählen. Das ist auch wichtig bei Motoren mit elektronischen Endpunkten, wie zum Beispiel dem Yarolift TDEP-Motor. Da muss man das Ganze auf Off stellen, weil die Motoren haben bereits eine Blockiererkennung eingebaut und das würde dann zu Fehlfunktionen führen. Hier in dem Beispiel haben wir allerdings einen Yarolift SL-Motor mit mechanischen Endpunkten und der hat keine automatische Blockiererkennung, das heißt, das können wir hier mit der Uhr einstellen. Wir drücken also auf OK und jetzt können wir zwischen einem großen A und einem kleinen B wählen. Und hier ist es wichtig zu wissen, was für ein Motor genau eingebaut ist. Wir haben einen SL35 Motor mit 10 Newtonmetern und bei einem Newtonmeter-Bereich von 6 bis 10 Newtonmetern, auch bei eher so kleineren Motoren wie 35 mm Durchmesser, da nimmt man das kleine B her und bei einem Newtonmeter-Bereich von 20 bis 50 Newtonmetern, da nimmt man dann das große A her. Also hier bei dem SL35 nehmen wir das kleine B, drücken auf OK und jetzt können wir die Sensibilität einstellen. Wir würden hier empfehlen, immer zuerst die sensibelste Stufe zu nehmen. 6 ist am sensibelsten, 1 ist am wenigsten sensibel. Einfach um zu prüfen, ob das Ganze so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Man kann das natürlich jederzeit dann auch wieder ein bisschen weniger sensibel einstellen, wenn man merkt, dass das Ganze zu schnell stoppt. Wir drücken also hier auf OK und sind zurück in dem Untermenü 6.4. Und wenn wir jetzt die M-Taste gedrückt halten, dann kommen wir zurück raus aus dem Menü. Und jetzt können wir das Ganze einmal ausprobieren und dafür gehen wir nochmal raus und testen das Ganze mal. Wir fahren den Rollladen jetzt einmal nach oben und wenn ich diese Endleiste hier dann festhalte und den Rollladen daran hindere, dass er weiter nach oben fährt, dann sollte die Zeitschaltuhr den Motor jetzt auch stoppen. Wir probieren das einmal. Und das hat schon gereicht. Die Zeitschaltuhr hat den Motor gestoppt und im Display dieser Zeitschaltuhr kommt jetzt so ein kleines Stoppsymbol wieder, damit das signalisiert wird, dass die Zeitschaltuhr den Motor wegen einer Blockade gestoppt hat. In den weiteren Videos sehen Sie noch weitere Funktionen von dieser Tor-Zeitschaltuhr, die Sie sich natürlich gerne alle ansehen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.